Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten durch mit dem Batteriepaket, den 4680er Zellen und einige Neuigkeiten auch zu anderen Themen. Also freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu hier bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Ja, es gibt einige technische Daten, die wir uns jetzt tatsächlich anschauen können und auch den Aufbau. Für all diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wisst ihr, dass es ja den Tag der offenen Tür in Grünheide gab. Und da wurde auch das neue Batteriepaket dargestellt mit den Sitzen obendrauf. Ich habe schon damals gesagt, dass Tesla vorhat, das genau so zu bauen. Eben halt nicht die Sitze nachträglich in das Auto einzubauen, sondern schon auf das Batteriepaket zu befestigen. Dieses hat sich jetzt auch bestätigt anhand des ersten Autos, welches man auseinandergebaut hat. Hier hast du schon mal ein erstes Bild und du siehst hier ist der vordere Bereich, also der Fußbereich als Beifahrer und Fahrer. Sie haben jetzt die Matten ein bisschen nach oben geklappt, die würden natürlich noch weiter runtergehen. Dieses ganze System mit den Sitzen ist eben halt auf dem Batteriepaket befestigt und das erlaubt eben halt weniger Produktionsschritte und Tesla erzielt hier übrigens auch wahnsinnige Werte. Im Video selber wird zum Beispiel auch gesagt, dass dieses ganze Batteriepaket, betonenderweise aber mit den Sitzen, mit den ganzen Sachen, die dazugehören, die da jetzt drauf sind, dass dieses ganze Batteriepaket 543 Kilo wiegt. Nur mal als Vergleich, Sie haben noch andere Batteriepakete, die ohne Sitze, also nur das Batteriepaket, das Doppelte wiegen. Wichtig ist dabei aber zu beachten, Sie nennen hier Rivian als Beispiel. Rivian hat aber allgemein größere Batteriepakete. Da hinkt wahrscheinlich der Vergleich noch ein bisschen, wo man nicht sagen kann, es ist jetzt 50% weniger Gewicht. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass Sie ja nun auch einige andere Elektroautos haben, wie zum Beispiel Ford Mustang Mach-E und andere Tests ja schon durchgezogen haben. Und das, was Sie sagen, ist eben halt, dass dieses ganze Batteriepaket mit dem Ganzen, was ihr jetzt hier gesehen habt, mit dem Sitzen dazu 50% weniger wiegt. Ob es dann entsprechend manchmal vielleicht nur 40 oder 30 sind, je nach Batteriegröße, die ja auch variieren kann bei Elektroautos, ist jetzt mal dahingestellt. Was aber klar ist, ist, dass Tesla jetzt schon eine Reduktion des Gewichtes für die Autos, die ihr kauft, erzielt. Das ist der erste Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt, wenn es jetzt um die Frage der Konkurrenz geht, dass sie es jetzt schon schaffen, wahrscheinlich auch mit gleicher Batteriegröße eine Gewichtsreduzierung zur Konkurrenz von 30-40% zu haben. Es gibt ja immer Variationen zu den Batteriepaketen, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ich verlasse mich aber hier auf die Expertise des Teams dort, denn diese machen eigentlich die Reviews auch sehr, sehr neutral, sind zwar immer begeistert von der Technik, die Tesla hat, aber schauen sich eben halt auch alle anderen Marken an. Von daher schätze ich deren Meinung sehr. Und man kann also festhalten, dass Tesla hier tatsächlich schon mal eine massive Gewichtsreduzierung schafft. Und das kann natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass du natürlich auch mehr Reichweite hast, sofern sie auch die gleiche Batteriegröße in Zukunft reinmachen. Das ist natürlich noch dahingestellt. Also auf jeden Fall bestätigt es nochmal die Frage bzw. Vermutung, die ich in den Raum gestellt hatte, dass die wahre Reichweite, die wir zurzeit mit dem Model Y Standard Range aus Austin sehen, vielleicht noch viel größer ist, es nur per Software derzeit limitiert ist, weil man sich natürlich die Käufe von anderen Autos nicht kaputt machen möchte. Ja, dann schauen wir noch nach Austin, denn in Austin geht es jetzt weiter. Das dritte Quartal bringt wirklich sehr, sehr viele Autos jetzt und ich gehe davon aus, dass in dem Moment, wo sie ja jetzt auf die 2170er Pakete auch umgestellt haben, also 4680er und 2170er parallel produzieren, haben sie natürlich viel, viel mehr Batteriepakete, vor allem aus der Fabrik in Nevada. Und damit kann man jetzt deutlich sehen, dass die Produktion sehr, sehr schnell hochgefahren wird. Und zwar schneller als in Grünheide. Jetzt mögen vielleicht einige sagen, ja, typisch Deutschland. Nein, das ist nicht der Fall. Wir sind immer noch in diesem Moment abhängig von den Batteriepaketen aus Shanghai. Und das ist der Nachteil, den wir in Grünheide in diesem Moment haben.
Dann schauen wir einmal auf die Aktie, denn seit diesen Neuigkeiten, seit den Quartalszahlen, hat sich Tesla in den letzten 5 Tagen nochmal wieder um 6% nach oben bewegt. Wir sehen, der Markt in diesem Moment ist einfach wirklich, manchmal haben sie einen sehr, sehr launischen Tag, dann geht es mal wieder nach oben, nach unten. Es ist ein reines Hin und Her. Dann schauen wir nach China. Hier sehen wir die ersten Autos auf dem Parkplatz, aber das hat leider einen Haken. Diese Autos, die ihr hier seht, das sind Autos, die noch im letzten Monat produziert worden sind, die jetzt eben halt an den Hafen gebracht werden. Ich habe, und das ist wichtig zu verstehen, noch keine offizielle Bestätigung und auch noch keine offiziellen Hinweise, ob diese Autos auch nach Deutschland geliefert werden, beziehungsweise Europa. Sie werden am Hafen geparkt. Es hat aber im vergangenen Quartal auch schon mal ein Schiff gegeben, welches von Shanghai zu einem anderen chinesischen Hafen gefahren ist. Das ist also jetzt noch nicht sicher, dass diese Autos auf das erste Schiff nach Europa gehen. Wenn ich da Näheres weiß, werde ich es dir natürlich sagen. Ich bitte dieses aber nicht misszuverstehen, denn es gibt zurzeit keinen, der in irgendeiner Form Infos hat und Bestätigung hat, dass diese Autos wirklich nach Europa gehen. Das wären dann Vermutungen und die möchte ich in diesem Moment nicht anstellen, denn wir alle wissen, auch in China gibt es zurzeit wieder Befürchtungen, dass es nochmal einen Lockdown geben könnte, weil sie wieder die Tests richtig hochfahren. Meine persönliche Meinung dazu, da ich selber in China gelebt habe, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung dieses ganze Theater noch einmal macht, weil der wirtschaftliche Schaden und der Image-Schaden dann in der Welt einfach viel zu groß sein wird. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Dann haben wir noch ein weiteres Software-Update, welches jetzt gestern gekommen ist. Sprich, wenn du schon einen Tesla hast, hast du ja vielleicht das Software-Update schon runtergeladen. Dann hatten wir auch auf die Zahlen von Tesla in Großbritannien geschaut. Wie gesagt, ich bleibe dabei, ein sehr interessanter Markt. Year-to-date Tesla Model Y, 10. Position bei allen Verkäufen, 12.011 Autos. Und das Model 3 scheint nicht so beliebt zu sein in Großbritannien, liegt aber wohl laut britischem Feedback von Kunden auch daran, dass man einfach diese SUV-Varianten mehr mag. Muss man mal schauen, wie langfristig hier sich die Model 3-Verkäufe entwickeln. Dann noch zu guter Letzt, wir haben ja schon die Öffnung der Supercharger in Deutschland und auch in europäischen Ländern jetzt gehabt. Das gleiche Thema wird jetzt auch in Amerika passieren. Man wird also hier im Laufe des Jahres auch die Supercharger öffnen. Das ist aber nochmal technisch etwas schwieriger als in Europa. Da wird man eben halt schauen, wie man das ganze Thema angehen kann. Grundsätzlich kann man festhalten, jeder Fahrer hat es natürlich die freie Wahl, ob er einen Supercharger geht und die hohen Preise zurzeit bezahlt. Das ist, wie gesagt, natürlich jedem freigestellt. Und am Ende nochmal ganz kurz, wir haben weiterhin das super Sommerpaket. Schau einfach auf Tesla Supply vorbei, 5 Teile, 15% Rabatt. Es würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Mach's gut, bis dann und tschüss.